wir spielen heute Roblox Brookhaven wieder zusammen mit der Easy. Und zwar darf ich einen ganzen Tag lang nur Ja sagen. Das ist eine neue Challenge. Wir haben schon mal so ein Challenge-Video gemacht. Da durfte man nur eine Farbe tragen, Krause kaufen etc. pp. Ist Easy die beste YouTuberin? Oh mein Gott. Ronja. Ja, Easy ist die beste YouTuberin. Ja! Die übersteuerst voll. Oh no, wirklich. Ja, jetzt nicht mehr, nur weil du geschrien hast. Oh nein, ich soll nicht schreien? Willst du gerade etwa Nein zu mir sagen? Oh nein, du hast. Es ist voll schön. Da hat jemand Nein gesagt. Oh, Challenge schon verloren. Okay, wir starten jetzt. Ich wollte noch erklären, dass ich schon mal Video gemacht habe. Gleich zu regnen. Das könnt ihr gucken bei der Infobox oben. Ansonsten, ab jetzt beginnt die Challenge. Es ist 7 Uhr morgens an einem wunderschönen Samstag mit Regen und. Ja! Ja! In der Tat, ja. Ronja, ich würde sagen, zuerst einmal ziehen wir uns im Anlass des Regens jetzt erstmal unser schönstes Sommeroutfit an. Ja! Ja! Ja, dann das tun wir. Schönstes Sommeroutfit, ha? Es regnet. Nein, ich glaube, es ist sehr sommerlich und schön. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das stimmt nicht. Hast du gerade nicht gesagt? Ist es nein, das stimmt. Hast du gerade Nein ja, gesagt? Ja, es stimmt. Ich glaube, ich bin eigentlich auch schon ready. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch ready. Ja, du bist auch ready. Ah, wunderbar. Dann lass uns doch jetzt mal das größte und teuerste Haus in Brookhaven kaufen, oder? Ja. Großartig. Yeah. Alles klar. Dann kaufe ich mal das größte und hübscheste Haus in Brookhaven. Welches ist das? Das ist ganz unwahrscheinlich, oder? Und du möchtest auch nicht darin wohnen, oder? Ja. Ja, genau. Du möchtest nicht hier wohnen? Möchtest du darin wohnen? Ja, ich möchte da drin wohnen. Das ist ja super. Ich glaube, das ist das Schönste. Warte, ich stell dir auch ein Haus drin. Ja, das ist gut. Danke. Das freut mich, danke. Du musst nicht im Regen draußen stehen. Du kriegst du mir auch. Guck mal, gegenüber hier, dann nebenan bekommst du von mir ein Haus. Ich auch ein Haus. Ich bekomme bestimmt ein richtig schönes Haus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mir ein schlechtes Haus geben würdest. Oh. Sehr fashionable. Bitteschön. Dankeschön. Es baut sich noch auf, aber ich glaube, es ist hübsch, oder? Ja. Ja. Ich hab gedacht, das wird schlimmer. Was anderes kannst du auch nicht sagen, oder? Ich darf nicht. Na dann komm mal rein in dein neues Heim, oder? Ja. Alles klar, mach ich gerne. Oh, schöne Farbe mit Braun. Braun ist meine Lieblingsfarbe. Ist es das? Ich dachte eigentlich, deine Lieblingsfarbe wäre rosa. Ja. Das ist aggressiv, Lila. Ich hab's gerade gemerkt. Das sieht schön aus, Easy. Ja, das ich weiß. Schön gemacht. Was? Hast du Lust, mal die obere Etage? Ich fühle mich richtig zu Hause hier, ja. Na, ich habe doch die Farbe hübscher gemacht. Soll ich sie noch schöner machen? Ja. Es ist jetzt genehm, Madam. Ja, Es sind jetzt schön. Pastellfarben genug. Pastellfarben ist sehr schön. Pastell, Ronja, lila und braun passt schön zusammen. Sobald du dir dein Haus angeguckt hast, würde ich sagen, wir gehen eine Bank ausrauben. Ich brauche nämlich Geld. Was hältst du davon? Das ist eine hervorragende Idee. Wie schön, dass du das vorschlägst. Ja, wunderbar. Dann komm doch mal in mein Auto rein. Wohin hast du ein Auto? Wir haben gar kein Equipment dabei, um die Bank auszurauben. Können wir uns wenigstens so eine Leiter da hinstellen oder so? Guck mal, hier sind wir schon. Wir fahren einfach mit dem Auto erstmal rein. Mhm. Ja, das so, ist dann du wirst schon mal Bescheid, was hier passiert. Hast du eine Ahnung, wie meine Bank ausraubt? Ja, schätze ich mal. Dann machen wir, weil ich nämlich nicht. Ich glaube, da oben ist der Tresor. Ich weiß genau, wie es geht. Okay, wir müssen hier rein. Und dafür brauchen wir vielleicht ein Brecheisen oder sowas. Ja, komm rein. Wie bist du hier reingekommen? Hey, du musst die Schlüsselkarte holen, die unten liegt. Ach so, ja. Scheinbar. Ja! Und jetzt, wie kommen wir jetzt Gewalt da? Machen. Mit ein bisschen Geschick. Mit ein bisschen Geschick? Ich weiß es nicht. Du hast gesagt, du weißt, wie man eine Bank ausraubt. Ich weiß, wie man eine Bank ausraubt. Das ist korrekt. Wir brauchen noch eine Schlüsselkarte. Und dann hier ist jemand. Ah, der hilft uns! Die Bank aus. Klasse! Bitte, sag uns, kleiner Ninja! Kleiner Ninja! Wie geht das? Wie machen wir hier auf den Laden? Wir sind please! Oh, mit Sprengstoff! Ah, mit Sprengstoff! Aha! Ah. Wow! Oh, klasse! Und da ist das Geld! Der hat's, wir müssen es ihm klauen! Er hat's genommen. Oh nein. Dann haben wir jetzt keine Bank ausgeraubt. Oh nein. Lass schnell weg, bevor wir noch erwischt werden. Ja. Ey, ich hab's wieder eingesperrt! Du bist da eingesperrt. Ich habe keine Schlüsselkarte. Soll ich dich da drin lassen? Ja. Okay, dann sehen wir uns, Ronja. Wir sehen uns dann später. Ich fahre dann schon mal los. Brennt alles. Oh, ich kann nicht aus dem Fenster. Ich sehe dich da unten. Nein, tschüss. Komm zurück. Tschüss. Wir fahren weg. Bin hier gefangen. Würdest du uns ein Auto hinstellen? Ja, gerne.
Ja. Gar kein Problem hier. Blaues Auto. Gute Angelegenheit. Würdest du das Auto auch gerne in Braun färben wollen? Ja. Okay. Denn Braun ist ja eine schöne Farbe. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Tatsächlich habe ich das gerade. Das habe ich gut gemacht. Nein, jemand klaut unser Auto! Nein, was? Ich dachte, das sind wir. Du bist ja nicht derjenige, der fährt. Nein, okay, wir machen Neues. So, gar kein Problem. Warte, ich muss im Parasitz sitzen. Jetzt ist das Haus übrigens braun, in dem du wohnst. Es tut mir leid. So. Ah, sehr nice. Ist genehm so? Ja, sehr genehm. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Kindergarten. Ja. Möchtest du auch in den Kindergarten gehen? Ich möchte auch in den Kindergarten gehen. Du tust eine Minute lang so, als wärst du ein zweijähriges Mädchen. Zweijähriges Mädchen. Ein Baby. Und los. Nein, Mami, geh nicht arbeiten. Ich will nicht alleine hier sein. Ich bin nicht deine Mama, ich bin dein Papa. Nein, Papa, lass mich nicht allein zurück. Ich will hier nicht alleine sein. Die anderen Kinder werden mich beißen. Sag deine Mama, ich muss arbeiten gehen. Nein, geh nicht arbeiten. Komm zurück. Tschüss, Ronja. Viel Spaß im Kindergarten. Guck mal, die Sonne ist draußen. Aber du möchtest bestimmt... Möchtest du den ganzen Tag da drin bleiben? Ja. Oh, Ronja, möchtest du... Okay, es wird langsam gemein. Komm, Ronja, wir gehen raus. Dankeschön. Ist okay. Aber ich glaube, du möchtest jetzt das noobigste Outfit anziehen, was du finden kannst, oder? Das noobigste? Ja, das ist richtig das peinlichste Outfit, was du finden kannst. Ja, das möchtest du jetzt tragen, oder? Das möchte ich tragen. So. Ich bin fertig. Ui, wunderschön! Hm. Ja. Ey, ich bin höchst beeindruckt. Das freut mich. Das macht mich froh. In mir drinnen ist Freude. Okay, dann möchte ich, dass du jetzt so rumläufst und einen Freund findest. Einen Freund finden? Ja, such dir einen Mädchen, Freund. Das Mädchen. Ja, du musst, sie muss dir schreiben, dass du ihr Freund bist. Ich weiß ja nicht, ob sie Deutsch spricht oder Englisch. Die spricht bestimmt Deutsch. Freund sie sagt Hi. Sein. Oh, das ist klasse. Wenn ich sage ja. Wenn ich sage ja. Wenn ich sage ja, Leute, irgendjemand. Du vielleicht, die fährt mich gleich um. Die schreiben alle nur Hi, Easy. Die schreiben alle nur Hi. Frag dich, sie schreibt Deutsch. Die andere hier, glaube ich. Ruft Mia an. Mir geht's gut. Und dir? Oh, wollen wir unsere irgendwas austauschen über Roblox privat? Ja. Das wollen wir. Du hast immer noch keinen offiziellen Freund, Ronja. Es wird doch Zeit. Ich habe keinen offiziellen Freund, aber ich tausche jetzt meine private Handynummer aus. Du lügst nicht, oder? Nein. Ich meine, ja. Easy, das ist ja, du musst ja sagen. Wer irgendjemand hier mein Freund sein? Bitte. Den Leuten, mit denen wir gerade geschrieben haben, nach Hause gehen? Ja. Ja? Das möchte ich. Nicht, dann denk mal vor. Die möchten gerne. In welchem Haus wohnen die denn wahrscheinlich? Können wir uns hier irgendwo hin teleporten? Wer wohnt hier? Lena. Das und klingt auf jeden Fall schon mal nach einem deutschen Namen. Das klingt nach einem deutschen Namen. Ist das Lena? Nee, das ist nicht Lena. Können wir hier rein? Ich sehe nicht. Nee, aber die anderen hießen anders. Hier, die schreiben ja noch. Alessa, Alessa, Alessa. Mein Freund ist off für 15 Minuten und mir ist langweilig. Okay, das ist hart. Das Haus ist weg. Das Haus ist weg. Die haben ihr Haus gelöscht. Die haben ihr Haus gelöscht. Warum? Hey, da ist ein Hubschrauber vor dem Haus. Ah. Okay, hier. Hier, mit der können wir uns anfreunden. Roblox okay. Toni. Okay. Hi, Roblox Toni. Wie geht es dir? Okay, Ronja, du möchtest Roblox Toni doch jetzt bestimmt schreiben, dass du stinkst, oder? Ja. Ich habe eine Woche. Gut und selbst? Los weiter, Ronja. Nicht! Du schießt auch noch Deutsch! Trauriges Smiley. Nein! Ich meine,
Dusche im Haus. Ihr hat ein Baumhaus. Ja. Oh. Was sagt Roblox Toni? Ich glaube, die sperrt ihr Haus ab. Die hat ihr Haus abgesperrt. Die hat es ausgesperrt. Ich glaube, du möchtest die Polizei ausrauben, oder? Ich möchte die Polizei ausrauben? Kann man das? Ich weiß nicht. Oder möchtest du jemanden krankenhausreif prügeln? Was möchtest du lieber machen? Ja. Eine alte Omi ausrauben? Ich möchte beides ungerne machen. Das war ein Ja, oder? Ich habe gerade ein Ja gehört. Ja. Ich möchte gerne eine alte Omi ausrauben. Sobald okay, ich eine sehe, das ist meins. Das ist alles, was sie hat. Ihr Geld, ihr Auto. Wir können Auto klauen. Komm rein. Ja. Schnell. Bist du drin? Ich bin drin. Ich bin auch unauffällig drin. Fahren. Mit meinem blöden Schild. Ich glaube, vielleicht hat jemand das Auto abgesperrt. Das kann man. Ach, das ist ja smart. Die kann man absperren. Ja, die kann man absperren. Ach so. Na gut. Es ist 22:30 abends. Ich glaube, wir gehen jetzt zur Schule, oder Ronja? Yay. Ja, ich würde gerne was lernen. Da freue ich mich. Ich bin der Lehrer schon. Und du bist der Schüler, oder? Ja. Mit Mathe okay. Oder haben wir? Ich glaube, wir nehmen dein Lieblingsfach, Ronja. Was ist nochmal dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Biologie. Biologie? Ja. Okay, Biologie ist hier, Science. Science. Ja, hier. Okay. Alles klar, dann erzähl mir mal, was du über Biologie kannst. Okay. Halt bitte ein Referat. Ein Referat? Okay. Über Photosynthese oder über was haben wir hier? Zellteilung? Genetik? Ja, ich würde gerne über Vererbungslehre. Verstehen. Vererbungslehre, okay. Du hast zwei Hasen, ja? Einen weißen und einen schwarzen Hasen. Dann sind die Kinder teilweise weiß und teilweise schwarz. Und wenn man die komischen Sachen hat, die sich mischen können, hast du vielleicht einen grauen dabei. Und das liegt daran, dass die sich mischen. Gibt es auch gefleckte Hasen? So wie Kühe? Nein. Du hast Nein gesagt! Oh ja, nein, das ist ein gefleckter Hasen! Ja, sie hat Nein gesagt! Challenge verloren! Oh, das ist so schlimm. Oh nein. 11:50 Uhr. Ich hab am Abend dran. Ja, 10 Minuten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's dann. Oh, dafür darf ich mich wieder zurück umziehen. Gott sei Dank. Ich bleib so. Okay, das war's aber mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr weitere Challenges habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. dann denke ich mir das aus. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne den Kanal, verpasst ihr keine neuen Videos und schaut unbedingt bei der Easy vorbei. Die ist in der Infobox verlinkt. Okay, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!